Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Werner von Siemens. Ein kleiner Held. Meine früheste Jugenderinnerung ist eine kleine Heldentat. Ich muss etwa 5 Jahre alt gewesen sein und spielte eines Tages im Zimmer meines Vaters, als meine 3 Jahre ältere Schwester Mathilde laut weinend von der Mutter ins Zimmer geführt wurde. Sie sollte ins Pfarrhaus zu ihrer Strickstunde gehen, klagte aber, dass ein gefährlicher Gänserich ihr immer den Eintritt in den Pfarrhof wehre und sie schon wiederholt gebissen habe. Sie weigerte sich daher entschieden, ohne Begleitung in ihre Unterrichtsstunde zu gehen. Auch meinem Vater gelang es nicht, ihren Sinn zu ändern. Da gab er mir einen Stock, der viel größer war als ich selbst, und sagte, »Dann soll dich Werner hinbringen, der hoffentlich mehr Mut hat als du.« Mir hat das wohl zuerst etwas bedenklich geschienen, denn mein Vater gab mir die Lehre mit auf den Weg, wenn der Ganter kommt, so geh ihm nur mutig entgegen und haue ihn tüchtig mit dem Stock, dann wird er schon fortlaufen. Und so geschah es. Als wir das Hoftor öffneten, kam uns richtig der Gänserich mit hoch aufgerichtetem Halse und schrecklichem Zischen entgegen. Meine Schwester kehrte schreiend um, und ich hatte die größte Lust, ihr zu folgen. Doch ich traute dem väterlichen Rate und ging dem Ungeheuer zwar mit geschlossenen Augen, aber tapfer und mit dem Stocke um mich schlagend entgegen. Und siehe, jetzt bekam der Gänserich Furcht und zog sich laut schnatternd in den Haufen der auch davonlaufenden Gänse zurück.